Recht herzlich willkommen zur 55. Folge von Simotrans. Ja, wir brauchen einen Ölzug. Jetzt ist hier sogar einer drin mit Schrott oder Kohle oder sowas. Den haben wir wahrscheinlich zurückgeschickt. Gibt es da noch mehr? Warte mal, da müssen wir irgendwo durchblättern können. Das war hier. Nein, es gibt nur den einen. Weiß ich jetzt gar nicht, was wir mit dem machen, aber den lasse ich da jetzt mal stehen und baue lieber einen neuen. Ich brauche eine Lok. Ich habe zuletzt die Diesellok genommen. Nehmen wir also jetzt auch, aber das ist doof, weil die soll natürlich einzeln fahren und nicht da hinten dran, ne? Komm mal weiter. So, die und dann Waggons mit Öl. Komm, jetzt machen wir da noch ein Öl hin. War, glaube ich, der letzte, ne? Na, da haben wir genau daneben gezielt. Das waren die beiden. 18 und 45 Kubik. 120, wie schnell fuhr die? 75, also rein theoretisch würde der Kleine reichen, weil die Lok nicht schneller kann. So, da kommen wir an die Grenze. Ich glaube, einer geht noch, ne? So. Bahnsteiglänge ist 5, sollte auch funktionieren. Dann machen wir da einen Fahrplan. Und der musste. Also wir können ja schon mal hier anklicken. Der muss nämlich da sein. Und dann nach da unten hin, wo es das Öl gibt. Ich glaube, wenn ich so weiterfahre, komme ich direkt hin. Ne? Passt mit dem Zug. Mit dem Zug jetzt nicht, sondern mit dem. Sag schon. Ist das eine neue Linie? Nee, ich glaube nicht. Ne? Toll. Öl. Hardexen. Riedenburg voll machen und dann nach Hardexen fahren. Chemiewerk. Oh, schade. Jetzt haben wir wieder Pech gehabt, ne? Nochmal Fahrplan. Ich habe da jetzt leider gerade gucken wollen, ob der das ist, ne? Macht man hier mit einer rechten Maustaste weiterfahren. Der fährt von Riedenburg nach Hardexen Südostwald. Wo ist das? Hardexen, da muss er durch, genau. Deswegen ist der Halter eingemeldet. Und von Hardexen Chemiewerk kommt er auch noch an und fährt dann wieder über Südostwald zurück. Genau, das ist die passende Linie, ne? Gut, passt. Starten, läuft. Oder? Den lasse ich da ja stehen. Weiß ich noch nicht, was damit wird. So, er ist jetzt hier oben irgendwo am Rausfahren, genau. Den nehme ich aber nochmal auf. Schauen wir den Fahrplan, weil der braucht nirgends anders hinfahren, wieder ein. Gut, das sollte funktionieren. Dann kriegen wir hier mehr Öl. Das heißt, hier wird mehr produziert. Wenn hier mehr produziert wird, werden da auch schneller Beladungen stattfinden. Die Lackfarbe war ja gefragt und da fehlt Öl, also kann nicht produziert werden. Gucken wir mal gerade, wo der Zug der andere ist. Der war doch eben da unten rausgefahren. Der muss doch hier irgendwo sein. Da ist er. 108 Kubikmeter Öl zum Chemiewerk. Ich glaube, das war da oben, ne? Ja. Okay, dann haben wir einen zweiten Zug drauf. Dann sollte da mehr produziert werden. Müsste man am Ende gucken, ob das reicht. Ja. Stahl wird da durch die Gegend gefahren. Passt auch. Gucken wir mal einmal wieder in unsere Liste rein. Was sagt der Gewinn hier so? Was ist das? Warum ist da. Ah, Fenster ist offen, ne? Der hat 333 von 500 Passagieren. Macht miese. Kommt da jetzt aber gleich an. Machen wir gerade den Tacken schneller. Werden das schwarze Zahlen oder nicht? Na komm schon. Doch, wären schwarze Zahlen, dann lass mal gut sein. Das wird wohl jetzt mal eine zufällige Leerfahrt gewesen sein, die das gekostet hat. Gut. Ja, der ist immer noch unterwegs. Das ist unsere Palettengeschichte. Wir müssten jetzt eigentlich bei dem Paletten auf dem Rückweg haben, ne? Wenn wir auf dem Rückweg Paletten hätten, würde der Gewinn einfahren. Ist schlecht. Stadtbus Sonderhausen. Ja, das ist halt diese kleine Linie jetzt, ne?
Da tut sich noch nichts. Müssen wir so lassen, ist aber auch ein Zufrot sozusagen. Der fährt miese ein. Was fährt der denn? Keine Palettenstück gut. Backwaren. Wo fährt denn der hin? Verfolgen. Schneller. Der fährt da jetzt hin ohne volle Ladung. Stopp mal. Doch, lassen wir gerade schneller laufen. Das heißt wieder leer. Das heißt, hier gibt es nichts abzuholen. Der holt die Eier heraus? Ne, Backwaren. Das würde bedeuten, schick den mal zum Depot, weil nicht genug da ist. Es ist aber was da, weil andere haben was. Aber der jetzt auch nicht. Kriege ich hier die Linie auf? Ja. Einer fährt hier plus, der Rest fährt minus. Einer hat auch nur geladen. Fahr den zum Depot. Und da unten kommt gerade einer noch. Der fährt da wahrscheinlich auch hin, oder? Ja, mal gucken, ob der geladen wird. Müssen wir einen Tacken schneller laufen gerade. Wo ist er? Ist er schon durch? Der hat auch wieder nix. Na, die habe ich ja schon offen, ne? Was fehlt? Eier fehlen. Das heißt, wir müssen mehr Eier darüber schaffen. Okay, ich glaube, denn zum Depot zu schicken war jetzt nicht verkehrt. Weil... Was hat denn der da jetzt hingebracht, ne? Das ist die Frage. Eigentlich Eier, aber sind keine angekommen. Macht er auch eine Leerfahrt. Der bringt's Mehl. Das ist gut. Aber es bringt niemand die Eier hier hin. Ist hier jetzt gerade einer unterwegs? Ist da nur einer auf der Eierlinie? Die Eierlinie ist das, da ist tatsächlich nur einer drauf. Also dann müssen wir da noch was zusätzlich raufkriegen. Jetzt ist die Frage, welches Depot ist der eben gefahren? Aber ich gehe mal von hier unten aus, weil das ist das Einzige, was in der Nähe, glaube ich, ist, oder? Genau. Und der kann ja auch Eier transportieren, ne? Starten. Der fährt auch auf die Eierlinie. Starten. Gucken, ob das besser wird jetzt. Der hat jetzt 12 Eier. Was hat er geladen oder was lädt er? Der hat jetzt gerade Backwaren da drauf. Und fährt wieder mit dem Backwaren weg oder was? Wieso? Verstehe ich nicht. Wie viele Eier sind hier? Genug Paletten. So, er hat die Eier geladen. Bringt die gerade weg, passt. So, die anderen beiden kommen da jetzt vielleicht vorbei. Ja, das sind die beiden. Denke ich. Kurz schneller. So, haben beide Eier geladen. Und sind kurz danach auch leer. Also die bringen jetzt die Eier dahin, das passt. Dieser ist veraltet. Wäre also auszutauschen. Lassen wir momentan noch fahren. Kümmern wir uns ein bisschen später noch drum. So, was war jetzt hier? 15 Eier. Laufen. Zuckermehl ist da. Sieht gut aus, oder? Wer ist denn das jetzt hier? Das ist der...
das ist gar nicht der Eierzug. Er ist auch ein Zug, ne? Ein Gelenkzug. Der fährt jetzt. Ne, der so. Was macht der? Der hat Backwaren. Der ist auf der falschen Linie, ne? Ja. Adolf Zell, wo bringt der? Der muss da abfahren, würde ich sagen. Backwaren, Adenauer, Adolf Zell. So, jetzt mach das mal. Jetzt ist keiner auf Eierlinie mehr, oder was? Eier Adenau. Eier Adenau Radolf Zell. Puh. Das heißt, die Linie muss hier falsch sein. Pflügehof. Weil der Markt wahrscheinlich voll ist. Deswegen, da. Wo ist denn der Markt jetzt? Der Markt nimmt, doch, der müsste Eier annehmen. Das ist jetzt eine kombinierte Fahrroute da gewesen. Die funktioniert wohl nicht. So, Linie ändern. Geflügelhof nach Radolfzell. Marktplatz. Und dann auf dem Rückweg sollte er eigentlich bei der Großbäckerei vorbei. Die löschen wir jetzt raus. So, passt. Und jetzt gucken wir. Anhänger gibt's nicht, ne? Jetzt haben wir gerade die Eier. Ne, das war Bier. Das sind die Eier. So, gibt's keinen LKW, der jetzt das macht, sozusagen. 12 Paletten, 9 Paletten. So, 12 Paletten auf diese Linie. 1, 2, sind schon 3. Starten, starten, starten. So, lassen wir laufen. Holen uns einen davon rein, um zu gucken, ob das klappt. So. Was macht er jetzt hier? Der fährt Backwaren durch die Gegend. Das ist sein Job. Backwaren sind aber auch noch andere drauf. Wenn der gleich leer ist, dann wird er ausgemustert. Die sollten ja jetzt auch gleich leer werden, oder? So, der ist leer. Und Details ausmustern. Weg ist er. Das machen andere drei, die da besser für prädestiniert sind. Ich weiß jetzt nicht, ob die Linie nicht sowieso. Großbäckerei, Radolfzellmarkt und das war. Ah, das war Geflügelhof, passt schon. Und da haben wir auch so einen drauf, ne? Das war der hier unten. Der fährt jetzt eher zum Markt. Nee, zur Großbäckerei. Naja, wird schon jetzt passen, denke ich mal, oder? So, wie sieht's hier aus? Backwaren. Fehlen die Eier. Das ist jetzt der da unten. Ich weiß gar nicht, sind die neu da drauf gekommen oder fahren die schon länger? Ne, die fahren schon länger, ne? Die sind jetzt auf dem Hinweg. Da müssen wir da oben auch mal hingehen, gucken. Kommen wir jetzt gleich an. 2700. Und mit Eier kannst du kein Geld verdienen, wie man sieht. Ja. Und er ist jetzt leer und Details ausmustern. Weg damit. So. Und hier
Gehen wir nochmal zum Depot. Und nehmen da einen von. Und der muss auf Eier Adenauer. Und kopieren. Das sind zwei. Einer geht noch. Die drei da noch drauf. Ja, gut. Mehl, Zucker. Naja. Ja, hier unten ist auf der Eier-Adenauer-Rad auf Zelllinie. Fällt gerade miese ein. Aber wir wollen ja produzieren, ne? Das ist ja das nächste. Gut, da sind ganz viele Minusfahrer jetzt. Hier ist noch einer im Depot. Keine Ahnung, wo der drauf war. Den lass jetzt da stehen. Den haben wir vorhin schon mal ein paar Mal gesehen. Was macht die Bilanz? Betriebsgewinn ist noch hoch. Monatlich mal angucken, sieht man das besser. Okay, da waren wir schon zweimal an der Grenze. Was sagt das Zeichen da? Kam da nicht irgendwie mal so ein... Also bei auf jeden Fall ein Plus gewesen, auch wenn es nur minimal war, ne? Ja. Sind jetzt gerade am Steigen oder was? Und war ganz schlecht. Gut. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen erst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.